Jo, und herzlich willkommen hier auch wieder zurück zu einer weiteren Folge hier von Dark Orbit Reloaded. Und ja, ich mache mich gerade auf den Weg zur 2.7, um mal wieder hier zu schauen, was sich hier so heute tut. An einem Montagabend. Und ja, wir haben heute Montag. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir mal endlich wieder was finden oder ob die Karten mal wieder so leer sind und wir nur zu Events irgendwas finden. Aber so wie sich die 2.7 hier gerade irgendwie so zeigt, ist hier wirklich nichts. Und das ist schlecht. Oh ja, hier ist einer. Hier ist ja ein Spieler. Okay, der entkommt jetzt, weil ich gerade auf die Standkonfig gegangen bin. Wenn der jetzt dann in die Speedkonfig geht. Na, okay, da bleibt eh so. Das ist gut. Das ist gut. Okay, wir machen auch mal ein schönes Insta-Schild. Smart Bomb, nachdem sein Insta-Schild aus ist. Okay, so, ein PLD-Rakete. So, und hier gleich der Nächste. Wir geben hier heute mal volles Programm, wenn hier schon mal ein paar Spieler zum Abschluss bereitstehen. Okay, das ist jetzt nicht so gut, weil der da in der Damage-Conf ist. Aber der Nachteil seiner Damage-Conf ist, wir können einfach abhauen. Okay, so. Ich warte. Okay, wir können uns reparieren, Ah, er fliegt schon wieder zur Base rauf. Okay. Für den Anfang war es ja schon mal recht gut, wenn hier mal einer dieser Spieler hier wieder unterwegs ist. Der, oh nein, da kommen. Nein, den schaffe ich jetzt nicht. Nein. Der Lightning. Schaffe ich den hier? Natürlich schaffe ich den hier auf die Schnelle. Okay, den schaffe ich nicht mehr oder habe ich nicht mehr geschafft. Also Pech muss man schon haben. Habe ich vielleicht irgendwas heute nicht drauf? Ne, Sebrum ist überall drauf. Das liegt vielleicht daran, dass mir hier gerade ein Schildbooster fehlt. Das war ja gestern die MHH. Und da haben viele irgendwie schon ihre Booster hier irgendwie abgreifen können. Ich meine, ich habe den Verteilerbooster zwar laufen, aber noch nicht den normalen Booster irgendwie durch den Handel bekommen. Und das ist nicht so gut. Okay. Oh, hier drüben. Hier drüben ist ein kleiner, niedlicher Spieler. Den schaffe ich auf jeden Fall. Wenn ich den nicht schaffe, ich weiß es auch nicht. Na, den schaffe ich nicht mehr. Zu nah an der Base. Oh, da kommt noch was, oder? Da kommt noch was. Wechsel mal auf gelbe Raketen. Ja, hier kommt noch was. Also es sind ja heute auf jeden Fall schon wieder ein paar mehr Spieler online, ja. Also es gibt Tage, da sind vielleicht hier wirklich viele irgendwie da, nur irgendwie bin ich da nicht am Aufnehmen. Da läuft halt gerade nicht die Kamera mit. Aber egal, da kann ich nicht so viel machen. Okay, wir jumpen mal auf die 2.6 Tarnen, ja, wäre nicht schlecht. Ist hier vielleicht was bei den Kubikons? Ja, okay, da unten. Ja, der MGler, der kommt hier gerade ein bisschen zu spät oder vielleicht schon zu früh. Also hier unten ist kein Kubikon. Also oben ist kein Kubikon und hier unten schon. Theoretisch müssten die hier unten sein. Ist aber nichts. Oder der MGler schießt hier gerade die Kubikons. Ich habe keine Ahnung. Was ist hier drüben? Ist hier drüben noch was? Nein, hier ist noch immer nichts. Wieso ist hier nichts? Hier ist nichts außer leere Kubikons. Oben? Nein. Ja, hier drüben, nein, nur Kristallinchen. Okay, bei der Base wird wahrscheinlich auch nichts sein. Ich jump hier wieder zurück auf die 2.7, weil da war ja gerade ein bisschen was los und das möchte ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich dann noch wenigstens ein paar Abschüsse wieder bekomme. Wir warten nur noch die wenigen Sekunden bis zum Jumpen. Ja, das sind wir jetzt eh schon. So, Schutzmodus, die Pet schon mal hier. Und was ist denn hier? Ah, okay. Das ist also hier.
Danke für deinen Gratis-Abschuss, mein Freund. Brauchen wir gar kein RSB mehr, wir gehen ein bisschen in den Sparmodus hier schon. Wenn die Spieler eh aufgeben, dann können wir die in Ruhe mit mal 4 einfach killen. Ist hier heraus noch was? Ja, hier ist ja noch ein... Nein, sag mir nicht, da ist so weit. Ah, nein. Ah, hahaha. Sehr lustiges Kerlchen hier nochmal mit Ninja-Schild am Schluss anzukommen. Na, okay. Die Spieler werden auch immer schlauer, aber ob sich ihm das wirklich was genutzt hat, hier ein Insta-Schild auszugeben. Gut, hier wäre mal ein schönes 4 gegen 1, was nicht wirklich ein 4 gegen 1 ist. Ah, okay, der macht hier mal ein bisschen mehr auf die Taktik hier. Ja, das hat aber nicht so geklappt mit zwei Red Bullen. Es ist zwar schön die Taktik, aber... Ja, das ist auch ein bisschen das Problem, was hier viele machen bei den Minen. Ja, das ist ein bisschen blöd, ich bin schon ein bisschen hier geschwächt. Ja, hier, okay, passt. Könnt ihr mir helfen oder könnt ihr mir nicht helfen? Nein, okay, er ist in die MP-Tarnung gegangen. Na, ich helfe denen jetzt mal hier. Weil die wollten mir auch helfen. Das nehme ich in Kauf. Ich weiß, dass sie mir gerade helfen wollen. Denn, so, hier unten ist jetzt aber der. Der gehört jetzt aber mir. Ja, Insta-Schild nützt ja auch nichts mehr. Ich habe auch ein Insta-Schild. So, letzte Tarnung haben wir jetzt auch hier ausgegeben. Jetzt habe ich nichts mehr. Natürlich, ich bin natürlich auch schon ziemlich geschwächt. Aber ich fliege jetzt mal so mit. Ich fliege jetzt mal ein bisschen mit. Bis ich mich hier wieder halbwegs hochgereppt habe. Gut, das heißt, ich habe jetzt hier nur ein einziger Aegis hier irgendwie abgreifen können. Ich brauche noch 25 weitere Aegisse. Gut, zwei Gisse waren hier, glaube ich, jetzt gut dabei. Nein, eine ist gleich abgehauen. Ja, eine ist abgehauen. So, was ist jetzt hier oben? Ah, okay, der Spieler. Der sieht gut aus. Komm schon. Ich habe ihn doch noch gerade irgendwie geklickt gehabt. Okay, dann nicht. Dann eben nicht. Ah, ja, ich hab ihn, da ist er. Ich hab ihn schon. Okay, zum Platz habe ich ihn nicht mehr gebracht, leider. Egal, habt ihr noch was? Nein, außer nur jede Menge Kristallinchen hier im Arsch. Hier drüben? Nein, auch nichts. Okay, nur Kristallinchen, nur lauter Aliens. Diese ganzen Aliens-Quests habe ich leider schon hinter mir. Werden wir leider nicht mehr durchmachen. Jetzt werden sicher manche sagen, yeah. Brauchen wir das nicht mehr durchmachen. Okay. Okay. Hier drüben. Habt ihr was? Nein, ihr habt nichts. Okay, ihr habt nichts da drüben. Das heißt, ich hätte mal gesagt, wir fliegen... Ja, wohin fliegen wir jetzt eigentlich? Ich könnte mal auf die Venusenkarten schauen. Ich werde jetzt einmal auf die Venusenkarten schauen. Da muss doch irgendwas sein. Auf den Venusenkarten war ich schon lange nicht mehr. Bin ich eigentlich nie, weil ich immer weiß, da ist nichts. Nein. Komm schon, wenn du mich jetzt angreifst. Jump! Nein! Wieso musst du mich genau jetzt angreifen, wo ich am Jumpen bin? Du bist doch wirklich... Nein. So viel Pech habe auch nur ich. So 10 Sekunden und dann sind wir ja auch schon durch. Aber so viel Pech hab auch nur ich. So viel Pech hab auch nur wirklich ich. Okay, die Pet hat sich hier aufgehängt mit dem Schutzmodus. Das ist auch schlecht.
Einen Relock mache ich deswegen trotzdem nicht. So, 3-7. Diese Map ist wie jedes Mal leer. Deswegen bin ich mehr auf den Erdenkarten unterwegs, weil da ist immer was los. Die Venusen, die sind hier mehr oder weniger auch schon am Aussterben. Die werden hier eine Seltenheit. Aber eine richtige Seltenheit. Ist hier unten was? Nein, hier sind nur Kristallinchen. Die Kristallinchen langweilen sich hier auch schon, wenn sie nie geschossen werden. Oh ja. Ja, hier ist ja was. Ach, das kann ja nicht wahr sein. Das kann ja nicht wahr sein. So viel Blech habe auch nur wieder ich. Jo. 3-6 fliegen wir auch nochmal ab. Base fliegen, glaube ich, würde sich nicht lohnen, da dort nie was los ist. Überhaupt bei den Venusenkarten. Selten, dass da irgendwo was ist. Es gibt zwar... okay, der hat Glück gehabt. Das sind immer solche Leute, die wirklich immer sehr viel Glück haben. Okay, 3-6, ja, genau. Die Betty, die kann nichts gerade. Egal, wir fliegen manuell einfach mal hier die Gubicons ab. Hier fehlt er schon mal, das heißt, die werden geschossen. Wir fangen hier oben an. Hier oben ist er nicht geschossen oder wird hier nicht geschossen oder ist hier nicht am Schießen. Aber hier ist schon mal ein Spieler, den wir wieder abschießen können. Ja, dein Venom, das bringt sich hier wirklich sehr viel. Heb sie viel lieber hier für die Kristallinchen, Bosskristallinchen, Kristallone oder Kubikons auf. Reppst du dich vielleicht hier wieder sofort? Nein. Dieser Spieler hat sich nicht verklickt und reppt sich leider nicht mehr sofort. Okay. Dann geht's mal weiter zum nächsten Kubikon. Der auch nicht geschossen wird. Okay, dann geht er hier vielleicht. Der eine. Oder ich weiß nicht, wer den da unten geschossen hat. Da unten war auf jeden Fall keiner. An der Base wäre hier auch nichts. Eine Base ist auf 4-3. Eine Base ist auf der 4-3. Oder wird gerade gebaut auf der 4-3. Eine Base wird hier gerade gebaut auf der 4-3. Oder war am Bauen. Die ist auf jeden Fall hier schon wieder weg. Die Base ist hier wieder weg. Wird jetzt noch gebaut? Ja. Hier wird was gebaut. Okay. Die Base wird hier gebaut. Und keiner der Clan-Mitglieder ist online. Keine der Clan-Mitglieder ist jetzt online. Hier wird eine Base gebaut. Ich weiß nicht, wie viele Minuten die hier noch hat. Aber ich sollte schauen, dass ich hier mal die Member hier vielleicht ein bisschen auf die Karte hole. Weil sowas kann man sich doch hier nicht entgehen lassen, eine Base da abzuknallen. Na, okay. Dann fliegen wir hier trotzdem noch die Jagerrunde hier soweit noch fertig und die Base, die holen wir uns einfach dann später. Ist jetzt schon fertig gebaut? Egal, ich werde jetzt noch meine kurze Runde hier fertig machen oder... Ja, ich werde die Runde hier noch kurz fertig machen. Ah, was fliegt denn hier gerade? Ah, der Spieler hatte gerade Glück. Ah, okay. Na, aber hier sind schon ein paar Spieler mehr. Hier sind wirklich einige Spieler. Die auch, glaube ich, am Spielen sind. Und vielleicht können wir hier uns irgendwie noch ein paar Abschüsse hier gattern. Und das Einzige, was ich ja nur will, sind ein paar gute Fights hier irgendwie. Aber das haut auch nicht so richtig hin. Ist hier oben noch was? Nein. Nur ein Boss-Simonit. Ein Boss-Simon. Okay.
Nein, dann hätte ich einfach mal gesagt, wir sehen uns halt beim nächsten Mal, eventuell, wenn wir hier schon versuchen, diese Base hier anzugreifen. Und ja, schaltet halt auch wieder beim nächsten Mal ein, um nichts zu verpassen. Und ja, tschüss!